Hier doch heute mal ein sehr ungewöhnliches Python-Video. Heute geht es nicht darum, eigentlich wirklich zu programmieren. Heute geht es darum, ja, wie fange ich überhaupt an? Ne? Man hat so eine grobe Idee, so im Kopf, ich will da was programmieren. Und plötzlich kommt da einer und sagt, ja, habe ich schon mal programmiert, ne? So und Tic-Tac-Toe, dann fängst du am besten mal so an. Und da sieht man so einen Quellcode, denkt sich, wie im Leben ist er jetzt auf diese Zeile da gekommen? Das kann doch kein Mensch. Wie kommt der da drauf? Ne? Hier geht es also jetzt im Moment bei diesem Video nicht darum, das Spiel Tic-Tac-Toe an sich zu programmieren und schon gar nicht fertig zu programmieren, sondern wie fange ich an? Ne? Ich nutze jetzt die Gelegenheit, ich habe längere Zeit nicht programmiert und das versetzt mich so ein bisschen in die Lage wie in die meisten so, ne, die sich so Python-Videos anschauen. Also ich stolpere jetzt also mit Absicht mal den nächsten 40 Minuten durch Quellcode. Ich fange erstmal irgendwo ganz klein an. Wichtig bei diesem Video ist also nicht, ja, sich jetzt jeden Befehl anzuschauen, den ich da programmiere und am Ende des Videos ein fertiges Programm zu kriegen. Das werdet ihr nämlich gar nicht kriegen. Es geht in diesem Video darum, einen Anfang zu bekommen. Ne? Ihr habt eine Idee, dann fängt man erstmal irgendwie an und dieses irgendwie ist undefiniert. Wie macht das jemand? Ne? Ja, besonders jemand, der gerade im Moment keine Idee hat und die Hälfte der Befehle schon wieder vergessen hat. Wo besorge ich mir die Infos? Wie probiere ich rum? Wie eliminiere ich meine Fehler? Wie stelle ich in kleinen, nachvollziehbaren Schritten immer wieder sicher, dass das Programm an der Stelle funktioniert? Manche Befehle füge ich hinzu, nur um zu prüfen, geht's bis dahin schon mal? Ist es bis dahin schon mal richtig? Wie geht's weiter? Und dann kommt der kleine nächste Schritt und dann der kleine nächste Schritt. Dann sortiere ich was um, entscheide mich, was zusammenzufassen zu einer Funktion, reiß da wieder ein Stück raus, mach's oben drüber, dann kann ich's für mehrere Funktionen. Wie kommt man da drauf? Ne? Normalerweise sieht man das ja nicht. Ne? Der Programmierer ist normalerweise total cool. Ja, das habe ich mal so eben programmiert. Guck mal hier mein Programm. Jetzt habt ihr also die Gelegenheit, entweder euch schief zu lachen. Wie gesagt, dieses Programm soll jetzt nicht ein exemplarisches Beispiel für euer Musterprogramm sein. Ihr guckt euch an, wie bin ich auf den Kram gekommen. Ne? Werdet ihr wahrscheinlich sagen, hat er das jetzt einfach so runtergeschrieben in einem Rutsch? Nein. Es gab irgendeine Grundidee und aus dieser Grundidee wurde schrittchenweise, ganz kleine erreichbare Schritte dieser Code, der mich nur mal in die Lage versetzt, so ein Tic-Tac-Toe-Feld überhaupt darzustellen auf dem Bildschirm. Ne? Das ist kein fertiges Programm. Ne? Da ging es jetzt erstmal los. Man muss, wie gesagt, alles in ganz kleine Schrittchen unterteilen, ne? Damit man erstmal loslegen kann. Das Programm cool machen kann man hinterher, wenn es fertig ist. Ne? Dann normalerweise würde man dieses Programm nehmen, sich jeden Programmierbefehl nochmal ganz genau anschauen und im Detail den optimieren, Sachen zusammenfassen. Wie man zusammenfassen kann, die Geschwindigkeit optimieren, falls nötig. Aber am Anfang des Programms ist viel, viel wichtiger, überhaupt mal einen Start zu finden, damit man zum nächsten Befehl kommt, zum nächsten, damit man überhaupt mal einen Anfang kriegt, ne? Damit man überhaupt mal zum Beispiel einen Text auf dem Bildschirm aufgeben kann, ne? Wie zum Beispiel bei Tic-Tac-Toe. Man braucht für Tic-Tac-Toe irgendwann mal ein Feld, ne? Wo man so Kreuze und O's und Dinge hier hinsetzen kann. Und wie man da hinkommt, zeige ich live. Ich habe dann wirklich, das ist nicht gemogelt, längere Zeit nicht programmiert. Und ihr seht mich dann rumstolpern. Ihr beobachtet. Ja? Ihr lernt jetzt nicht Tic-Tac-Toe programmieren, sondern ihr guckt, wie hole ich mich aus dem Schlamassel immer wieder raus. Was mache ich für kleine Einzelschritte? Wenn ein Fehler passiert, was dauernd passiert jetzt in diesem Video, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Das ist das, was euch am Anfang helfen dürfte und deshalb dieses Video, das wie gesagt nicht am Ende ein fertiges Tic-Tac-Toe-Programm liefert, sondern euch einen Hinweis darauf gibt, wo hole ich mir die Brocken her, wie komme ich überhaupt erstmal zum Start, ne? Wie fange ich an? Jetzt folgen 40 Minuten rumgestolpert und ihr guckt, wie ich mich immer am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehe, damit hinter wenigstens mal der Start, ne, damit ich überhaupt mal so ein Feld habe, gegeben ist. Viel Spaß beim Zuschauen und jetzt kommt das Video, das ich gestern live und in Farbe aufgenommen habe. Heute ist nämlich schon Donnerstag. Viel Spaß beim Zuschauen, lernt daraus, wie man aus dem Schlamassel rauskommt, wie man den Anfang findet, wie aus einer Idee langsam Code wird. Ne? Code ist alles nur
Code, was jetzt kommt. Bis gleich. Am Anfang steht eine Idee. Ne? Und ich werde dieses Programm jetzt nicht fertig schreiben, nur dass ihr mal seht, wie man den Start findet. Ne? Dass ihr nicht Angst habt und meint, ihr müsstet alles auswendig aus dem Kopf können. Im Moment kann ich es nämlich nicht auswendig, weil ich schon längere Zeit nicht programmiert habe. Ja, das ist sowas, was die Programmierer meistens nicht gerne zeigen. Und deshalb zeige ich das heute mal. Ne? Machen wir das mal anders. Gut, Python, Programmiersprache. Python -Version haben wir hier drauf. Python 2.7.6. So. Ich habe jetzt im Moment von nichts eine Ahnung. Ja? Wie immer eigentlich. Deshalb kann ja nichts passieren. Und wir programmieren heute mal, habe ich mir vorgenommen, einfach nur Tic-Tac-Toe. Ja, genau, so ein Spiel. Und da fängt schon an. Ich habe also im Moment noch keinen Masterplan, wie ich dieses Programm programmiere. Das ist am Anfang eines Programms immer so. Da hat man ein leeres Blatt Papier. Ja. Ich überlege mir also, mache ich Tic-Tac-Toe grafisch oder hier im Python einfach nur als Text. Dann überlege ich mir, ja, Tic-Tac-Toe, das ist irgendwie mit X'en und mit O's, sage ich jetzt mal. Und da gibt es auch Felder, da ist nix. Ne? Was mache ich da? Ne? Könnte ich jetzt so oder Punkt oder irgendwas machen? Punkt ist vielleicht schön. Und schon habe ich quasi mein Tic-Tac-Toe hier auf dem Bildschirm. Ja, einfach so, so fängt so eine Gedanken her erstmal an. Ne? Ich will irgendwie Tic-Tac-Toe und dann in der nächsten Zeile, ne? Klar, wenn ich jetzt Enter drücke, denke Linux, das wäre ein Befehl, ist es nicht. Na? Ihr seht, das ist live. Sagen wir mal XO Punkt und in der nächsten Zeile müsste wieder was kommen. Angenommen, der eine zieht jetzt meinetwegen da ein O und ein Punkt. Dann macht der eine wieder ein X. Ne? Und dann kommt wieder, was weiß ich, Punkt heißt nix und nix und dann wieder O. So, ja. Da hat also meinetwegen der zuerst gezogen, dann hat der dahin gezogen, dann hat der dahin gezogen, der wieder dahin gezogen und so. Ne? Also so sieht so ein Tic-Tac-Toe-Feld aus. Warum mache ich das so spartanisch? Weil am Anfang des Programmierens sollte man sich nur auf die Funktion beschränken und gar nicht erstmal so auf die Grafik achten. Optik könnt ihr hinterher machen. Viele verlieren sich in der Optik und vergessen dabei vielleicht irgendwann mal auch den Code zu programmieren. Deshalb gehe ich immer her. Mach's erstmal spartanisch, ausschmücken kann man immer noch, auch wenn es schwer fällt. Ne? Na, das sieht erstmal so ein bisschen spackig aus, das macht aber nichts. Es geht ja erstmal um die Grundfunktionen. Grundfunktionen. Gut, kann man jetzt zum Beispiel hier im Terminal gut testen. Ja, Python. Na, ich fange dann ganz spartanisch an. Ich will jetzt einfach nur mal den Text hinschreiben, ohne dass der jetzt von den Benutzern und den Spielern überhaupt irgendwie eingegeben worden ist, wie gebe ich das irgendwie auf meinem Bildschirm auf? Ne? Ich habe mich entschieden, jetzt nicht Grafik, also bräuchte ich vielleicht mal Print. Ne? Also den Befehl kann ich gerade noch so auswendig. Und ich schreibe den Klammern, weil unter Python 3 zum Beispiel, damit ich kompatibel bleibe, Print in Klammern gehört. Und in Anführungszeichen meinetwegen dann XO Punkt. Ne? Gut. Und das ist dann schon mein erster Befehl. Ne? Also ich weiß, ich kann so ein Stückchen vom Spielfeld ausgeben mit dem Printbefehl. Und so fängt es erstmal an. Ne? Das ist also kein fertiges Programm. Da ist noch so weit entfernt von einem fertigen Programm. Man überlegt sich also erstmal, wie geht man was auf dem Bildschirm aus, zum Beispiel. Noch bevor man irgendwas Gescheites gemacht hat. Und von den Printbefehlen werde ich dann wahrscheinlich dann 3 Stück brauchen. Ja. Da hätten wir sowas in der Art wie for i in Range. Jetzt habe ich lange nicht probiert. Ich glaube, das gehört an Klammern und 1,3. Da gehört ein Doppelpunkt dahinter. Da kommt der nächste Befehl. Und dann wird das immer so ein bisschen eingerückt. Ne? Da kommt Print. Und dann in Anführungszeichen und Klammer zu. Das mache ich mal zuerst und dann mal mit XO Punkt. Ne? So. So, jetzt bin ich fertig damit. So, jetzt merke ich, lange nicht programmiert, for i in Range 1 bis 3 macht nur 2-mal. Ne? Und somit habe ich schon mal einen Programmierfehler ausgeschlossen, indem ich einfach probiert habe. Ne? For i in Range 1, 4 müsste ich sagen. Ne? Range, das geht da nicht, zähle 3-mal. Ne? Ich könnte mir zwischendurch auch mal i ausgeben lassen. Machen wir es nochmal 1 bis 4. Einfach, ne? Ne? Nur um wieder reinzukommen.
Erstmal print. Ja, jetzt merke ich, irgendwie bin ich mir mit dem Range-Befehl nicht mehr so einig. Print i könnte ich sagen. Ja, und wir gucken nochmal, was dabei rauskommt. 1, 2, 3. Ne? Ihr seht, 4 ist dann quasi der Abbruchbefehl. Ne? Fang 1 an. I läuft von 1 bis 3. Ne? 4 wird gar nicht mehr benutzt. So, und somit weiß ich schon mal, aha, wenn ich so eine Vorschleife mache, beim Denken und ich benutze Range, dann immer hinten 1 größer. Ne? So fängt man einfach wieder an, wieder reinzukommen. Ne? Ich bin also in der Lage, jetzt 3 Zeilen untereinander zu schreiben. For I in Range. So, ne? Wie gesagt, heute mal nicht genial, denn am Anfang ist man meistens nicht so genial. Aber ihr seht, ich schließe meine Fehler aus, indem ich erstmal ganz banale Sachen ausprobiere, bevor ich überhaupt mit dem Programmiercode von dem Tic-Tac-Toe anfange. Ne? Ich überlege mir, soll nicht grafisch sein? Und ich muss irgendwie in der Lage sein, den Text auszugeben und es sollen 3 Texte untereinander sein. So, und ich weiß, bei Python muss man immer so ein bisschen einrücken. Ja, und dann print. Jetzt gebe ich einfach mal 3-mal untereinander dasselbe aus. Ich mache es mir erstmal ganz einfach. Man muss das komplizierte Programm in einfache, erreichbare Ziele unterteilen. Das ist der Witz beim Programmieren. Wenn man ein fertiges Programm sieht, dann denkt man immer, das hätte ich ja nie hingekommen, die Programmierer. Oder zumindest ich fange erstmal ganz banal an. So, jetzt habe ich mein kleines Spielfeld quasi schon mal so. Ne? Ja, jetzt hätten natürlich beide gewonnen. Hier ist noch keine Programmierlogik drin. Aber ich bin in der Lage, Text untereinander auszugeben und 3-mal untereinander. Ne? Ich weiß wieder, wie das mit dem Range geht. Ne? Habe mich daran erinnert. Ich weiß, was mit Print ist und ich habe mir überlegt, ich nehme X groß geschrieben für den einen Spieler, O für den anderen und den Punkt, wo nix ist, damit man überhaupt was erkennt, wo nix ist. Ne? So ganz banal fängt man an, Exit. Ja, gut, und da das jetzt, oh, das war auch schon wieder falsch, ja. Exit mit Klammern, dann kommt man wieder raus. So, clear. Na, seht ihr? Längere Zeit nicht programmiert, aber macht nichts. Ne? Macht ja gar nichts. Deshalb, weil es jetzt mehr Befehle werden, mache ich mir ein neues Dokument, sage Tic-Tac-Toe, das soll mein Programm werden, Punkt .py, Python, ne? Tic-Tac-Toe-Py. Jetzt habe ich also ein Dokument, öffne das mit gedit. Ne? Jetzt mache ich mir noch gar keinen richtigen Kopf. Ich schreibe erstmal das hin, was ich gerade gemacht habe. Ja? Damit ich es nicht jedes Mal wieder in die Kommandozeile eingeben muss, ne, ins Terminal eingeben muss. So, was hat man denn? For i in range 1, 4 und den Doppelpunkt nicht vergessen, Einrückung nicht vergessen, print, Klammern nicht vergessen, falls es mal ein Python 3 Programm werden soll, die Anführungszeichen, xo, Punkt, fertig. Ne? Speichern. So, jetzt probiere ich das aus. Ne? Das probiere ich jetzt aus. Ich könnte das jetzt schließen oder direkt mal im Terminal ausprobieren, ob das Programm funktioniert. Dazu lasse ich das Terminal gerne auf, weil ich ja das Programm öfter jetzt starten muss, wenn es sich mit der Zeit entwickelt. Ne? CD, bei mir heißt das jetzt Schreibtisch, ne? Dieser Desktop, ne? Die Arbeitsfläche. Kann auch bei euch Arbeitsfläche heißen oder Desktop. Ne? Bei mir heißt es momentan Arbeitsfläche. Gut. So, und dann Python. Und jetzt hänge ich dieses Python-Skript an als Parameter. Dann brauche ich das nicht immer alles wieder eintippen. Tick, Tab-Taste drücken, Tic-Tac-Toe, Bums, ne? So, Programm, erster Schritt. Ne? Ich weiß, dass ich das noch überarbeiten muss, dass ich noch lange nicht fertig bin. Aber so fängt man das Programmieren erstmal an. Irgendwo muss man ja anfangen. Das sieht man halt meistens nicht und deshalb heute mal dieses Video. Gut, gehen wir wieder zurück. Jetzt kann ich weiter programmieren. Ne? Jetzt weiß ich, das funktioniert schon. Also man muss sich das in ganz klitzekleine Schrittelchen unterteilen, was man denn so will. Ne? Gut, ich habe jetzt ein Spielfeld. Jetzt fange ich an zu überlegen. Ne? Eigentlich wäre es ja noch schöner, ich hätte so eine Art Matrix, wo ich bestimmte X'e und O's setzen kann. Ne? Zum Beispiel in der ersten Zeile erstes Ding ein Kreuz setzen. Und danach meinetwegen in der zweiten Zeile zweites Ding Kreuz setzen und dann meinetwegen in der dritten Zeile wieder das erste Kreuz setzen oder lesen, was da im Moment steht, ne? Also wie der Spielstand ist.
Ich bin jetzt im Moment, also wie gesagt, ich mache das jetzt frei, irgendwie auf dem Trip, ich bräuchte so eine Art Matrix, ne? Matrix, ja, wie ging das denn jetzt wieder? Ne? Also, ne? Ja, das ist es ja. Ja, wie ging das nochmal? Ja, sagen wir mal, nennen wir es mal Spielfeld. Und damit ich nicht mehr Spielfeld schreiben muss, sage ich jetzt einfach SP gleich, ne? So, ich weiß, da war was mit eckigen Klammern. So, SP ist gleich, das Spielfeld ist erstmal leer. Könnte ich sagen so und so und so. Na, jeweils mit drei Leerzeichen drin. Jetzt könnte ich sagen, für I in Range 1 bis 4, das wird ja nur I, läuft ja nur bis 3, das habe ich ja gerade ausprobiert. Print und anstelle von dem dreimal die leeren Dinger da. Ja, SP, und klar gucke ich gleich, ob das funktioniert. Ich weiß das gar nicht genau, ne? Ich müsste jetzt wieder gucken. Ne? Setze I von 1 bis 3 hier ein und einmal dieses Feld drucken, dann dieses Feld drucken, dann dieses Feld drucken. Also nicht drucken auf dem Drucker, sondern hier ausgeben in der Standard. Ausgabe, jetzt speichere ich das mal. Kann mit dem Pfeil nach oben gehen. Python Diktator Perl. Jetzt sollte da eigentlich dreimal Leerzeichen untereinander. Ne? Inline 5. Index Ohr. Out of range. Ja, jetzt ist es ja wieder. Ne? I stimmt. Aber dieses Element ist das Element 0. Dieses Element ist das Element 1. Und dieses Element ist das Element 2 in dieser Liste, die ich hier definiert habe. Ja? Ich durchlaufe hier zwar dreimal, aber das Teil, wo ich darauf zugreifen will, ne, I hier, darf da nicht 1 sein, sondern muss 1 kleiner sein. Also mache ich da, aha, Fehler entdeckt, editieren, speichern. Wenn ihr so ein fertiges Programm jetzt direkt am Anfang dieses Videos gekriegt hättet, hättet ihr gedacht, Mensch, da bin ich im Leben nicht drauf gekommen, aber so einfach entsteht es. Einfach Versuch, Irrtum, ruckzuck, nochmal gestartet. Und jetzt habe ich dreimal Leerzeichen untereinander. Ne? Um jetzt auszuschließen, dass ich da noch irgendeinen Denkfehler drin mache, machen wir 1, 1, 1. Ne? Oder sollten wir besser schreiben, vielleicht mal einfach nur für uns, das ist das Feld Index 0. Ne? I minus 1 ist 0, 1, 1, 1. Da ist I 1 und da ist das Feld 2, ne? In dieser Liste. I minus 1 bezieht sich dann auf das, das oder das. Ne? Gut, I läuft bis 1 bis 3, I minus 1 ist 0, I minus 1 ist 1, I minus 1 ist 2. Ne? Wenn I 3 wird, müsste er 2, 2, 2 ausgeben. Ne? Probiere ich jetzt aus. Ne? Ne? Funktioniert. Ne? Funktioniert. Wenn ihr das jetzt nicht glaubt, könnte ich jetzt auch noch mal probehalber dahinter mit Komma getrennt I ausgeben. Dann sollten wir es sehen. Kann ich ja einfach testen. Ich kann es ja wieder löschen. Ist ja kein Problem. Wir sehen, wenn I1 war, ne, I1, dann gibt er das Feld 0 aus hier in dieser Liste. Wenn I2 war, dann gibt er das Feld 1 aus und so weiter. Das ist nur für mich als Programmierer so mal zwischendurch kurz gucken, ne, ob alles noch so läuft. So fängt man da erstmal an. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, auf die einzelnen Sachen zuzugreifen. Und ich hatte mich ja geeinigt, Punkt ist nix. Also sollte ich mein Spielfeld vielleicht standardmäßig am Programm Start mit nix versehen. Ja, gut. Jetzt drucke ich das Spielfeld hin. Und nachdem das hingeschrieben worden ist, will ich vielleicht Print, ja, eine Leerzeile ausgeben. Könnte ich zum Beispiel so machen, ne? Print nix. Ne? Oder Print New Line heißt auch, mach eine Leerzeile. Damit, weil ich das Spielfeld darunter nach dem nächsten Zug ausgeben will, einen Trenner habe. Ja, könnte ich ja machen. Ich könnte jetzt mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt mehrere Spielzüge hintereinander mache. Da habe ich dann eine Leerzeile dazwischen, sparen V. So, wie sieht das dann aus? Ne? Gefällt mir das jetzt optisch? Ne? Viel mehr mache ich jetzt an der Optik gar nicht. Gut, ich sehe, das hat funktioniert. Hab gesehen, das funktioniert nicht. Hab gesehen, das nächste Feld. Also hier sollte eigentlich nichts, ne? Nix New Line, habe ich das verkehrt rumgeschrieben, ne? So. Ja, jetzt hat sich das in der Farbe geändert, der Schrägstrich war verkehrt. Jetzt habe ich mir wieder gemerkt, lange nicht programmiert. New Line, der Schrägstrich muss andersrum. Dann funktioniert es, ne? Ja, gut. Ja, das funktioniert. Macht dann sogar zwei Leerzeichen. Einerseits habe ich einen Print-Befehl und nochmal New Line. Hätte ich es so gelassen, hätte es gleich funktioniert. Also ändere ich meine Meinung.
so, aha, Spielfeld, das ist der Zug 1, dann hat der andere gezogen, machen wir ein Leerzeichen dazwischen, das ist Zug 2. Und so fange ich an. So fange ich an. Da probiere ich erstmal rum. So will ich das hinterher haben, so wenn das Spiel dann läuft, der eine zieht, dann steht hier meinetwegen mal ein X und vorher stand da noch kein X und so weiter. Gut, jetzt überlege ich mir, ja, also was hier ausgeben kann ich, ne? Züge ausgeben kann ich. Ja, jetzt überlege ich mir, das werde ich wahrscheinlich öfters brauchen in meinem Spiel. Da sich den aktuellen Spielstand ausgeben, sagen wir, das muss nicht Spiel heißen, sondern Spielstand oder Spielfeld. So, jetzt mache ich mir eine Funktion, die definiere ich mal. Ich weiß ja, dass es funktioniert, aber pack das in eine Funktion und nenne die mal ausgeben. Ja, mit. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie das mit den Funktionen war. Die müssen auch nicht zwingend einen Rückgabewert haben, wenn ich mich dunkel erinnere. Ich habe ja längere Zeit nicht probiert. Ne? Gut, das hier lasse ich mir sicherheitshalber mal stehen. Ich könnte es wieder rückgängig machen. Aber schauen wir mal. Dann das For in Range gehört natürlich in die Funktion. Ich weiß natürlich, jetzt entferne ich diese Zeilen. Ich weiß natürlich, den unteren Teil brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich kann meine Funktion mehrfach aufrufen. 2, 3, 4. Ich merke mir die Anzahl der Zeichen, die ich davor einfüge. So, funktioniert das jetzt? Ne? Ich habe eine Funktion definiert, die heißt ausgeben. Macht das gleiche wie vorher, habe das nur gebündelt in eine Funktion. Das hier muss eingerückt sein, weil das zur Vorschleife gehört und danach kommt noch ein Printbefehl. Ja, jetzt kann ich Folgendes machen. Da ist die Funktion und ausgeben kann ich jetzt aufrufen, die Funktion ausgeben. So, nochmal ausgeben. Hoffentlich habe ich mich nicht vertan. Werde ich probieren. Ne? Dann muss ich einfach probieren. Ne? Längere Zeit nicht probiert. Ich weiß, es gibt Funktionen, die kann ich mir aufrufen, damit ich nicht mehrmals dasselbe schreibe. Ne? Das musste ich vorhin zweimal schreiben. Brauche ich jetzt nicht mehr. Mal klären, wenn man das sieht. So fangt man ganz banal an. Jetzt gehe ich nochmal hoch mit dem Pfeil nach oben. Und sehe, das hat funktioniert. Also ich bin in der Lage, den aktuellen Spielstand auszugeben, indem ich hier mir eine Funktion definiert habe. Und hätte ich am Anfang des Videos bereits euch diese fertige Funktion gezeigt, hättet ihr gedacht, wie ist der da drauf gekommen? Ganz banal bin ich drauf gekommen. Ne? Ergibt sich einfach. Man muss einfach so ein bisschen rumprobieren. Hätte ich einen Befehl nicht gekannt, ne? Vorschleife oder so, dann wäre ich hier auf Firefox gegangen, hätte gesucht nach Python, Vorschleife oder Range, wenn ich das Wort Range noch gewusst hätte. Wie war das nochmal? Hätte ich nachgegoogelt. Oder Python etwas ausgeben, ne? Dann wäre ich vielleicht auf Print gekommen. So, zweimal ausgeben, kommt das raus. Also eine Ausgabefunktion habe ich schon. Dann käme ich vielleicht noch auf die Idee, ich bräuchte irgendeine Funktion, damit ich den Feldern hier mal was zuordnen kann, ne? Damit ich da mal was setzen kann. Ne? Ja, dann fällt mir sofort ein, ich habe da ja, Zeilen und Spalten. Also müsste die Funktion, wo ich was setze, ne, definiere ich jetzt mal. Ich probiere es jetzt einfach mal direkt zu schreiben. Vielleicht klappt es ja auch gar nicht. Setzen nenne ich es einfach ganz banal. Hier ist übrigens vom Vorteil, dass man Deutsch spricht, weil dann erkennt man, was sind Systembefehle. Die sind nämlich auf Englisch. Was ich selbst verbrochen habe, ist auf Deutsch. Ne? Da kann ich schön unterschreiben. Das ist ganz nett. Ansonsten, wenn ich auch das andere in Englisch mache, was ich schreibe, dann schreibe ich das einfach in groß. Ne? Wenn ich jetzt eine Funktion definiert hätte, die set heißt, statt setzen, dann hätte ich set groß, dann sehe ich, aha, set habe ich definiert und das kleine Print war vom System schon fertig. Ne? Dann weiß ich immer, was habe ich selber verbrochen. Gut, ich weiß, es gibt da so eine Liste, habe ich hier verbrochen, ne? Eine Liste aus drei Strings, die aus jeweils drei Punkten bestehen. Ne? Gut, wie greife ich darauf zu? Ne? Genauso wie hier. Ja. Der Funktion setzen muss ich natürlich Zeile, Komma, Spalte übergeben. Ja, muss ich da geben. Ja, sonst kann ich ja nicht definieren in meinen X- und Y-Koordinaten, welche Zeile und Spalte will ich denn da. Ja, und da fällt mir ein, ich muss ihm nicht nur sagen, dass ich da was setzen will, sondern auch was. Ne? Es braucht drei Parameter jetzt, meine Funktion. Ne? Ich muss sagen, in welche Zeile soll was rein, in welche Spalte und was soll da rein? Ein Kreuzchen oder ein O oder nix. Ne? Die drei Möglichkeiten habe ich. Das muss ich der Funktion übergeben, damit die funktioniert. Und was fange ich jetzt damit an? Wie setze ich jetzt? Ne? Ja,
Hier muss ich erstmal was definieren. Was übergebe ich jetzt was direkt als String? Ne? Zum Beispiel ein Kreuz, ein O oder ein Punkt. Ne? Das wäre jetzt die einfachste Möglichkeit. Oder ich könnte auch was sagen, wenn was gleich Spieler 1, dann nimm ein Kreuz, wenn was gleich Spieler 2, dann nimm ein O, wenn was gleich nix, dann schreib einen Punkt. Aber ich mache es erstmal einfach, ich lasse was jetzt hier im Moment mal offen. Ich gehe davon aus, dass der die Funktion aufruft, schon das Kreuz, das O oder den Punkt übergeben muss als String. Gut, wie setze ich denn da? Gut, das Ding ist ja eigentlich, besteht ja eigentlich nur aus drei, ne? Aus drei verschiedenen Dingern. Deshalb kann ich eigentlich nur hier mit SP. Und jetzt muss ich da was übergeben. Jetzt weiß ich ja gar nicht, ja, was übergebe ich denn an, ne? Und da kommen hier wieder die eckigen Klammern, also nicht die. Wenn es hier nicht so dunkel ist, Wohnzimmer, ne? SP und dazwischen muss ich was. Und hier kommt eine Zahl zwischen 0, das weiß ich ja mittlerweile, 0 bis 2 hin. Na? Das könnte jetzt die Zeile sein. Ja, da komme ich schon wieder in Schwulitäten, ne? Die Zeile ist klar. Zeile, ja. Na, ist es denn die Zeile? Nee, das ist die Spalte, oder? Was ist denn Zeile, ne? Zeile ist es. Es sind drei Zeilen. Das ist die erste, die zweite, die dritte, die Spalten sind die anderen Dinge. Gut, SP, Zeile, könnte ich drauf zugreifen, aber da ist mir noch nicht geholfen. Ich muss nur Spalte und das Wasser auch noch unterbringen. Jetzt muss ich ja knobeln, ne? Ich kann also da auf dieses Element zugreifen. Zeile habe ich, ne? Aber Zeile, ich will eigentlich Zeile 1 eingeben, ne? Also, das Ding heißt aber eigentlich 0, das haben wir ja. Also Zeile plus 1, ne? Zeile plus, nee, minus 1, minus 1. Warum? Das ist Element 0, ja, ist bei mir aber die Zeile 1, ne? Also wenn ich auf die Zeile 1 zugreifen will, muss ich auf das Spielfeld Index 0 zugreifen. Spielfeld Index 1, Spielfeld Index 2, hatten wir gerade schon. So, damit ist mir aber noch nicht geholfen. Ich muss jetzt sagen, ne, ich muss diesen Text hier ändern, ne, diesen String ändern. Tja, wie denn nun? Ja, gleich. Ne? Und ja, ich kenne den alten Text und den neuen, den muss ich erstmal generieren. Ne? Den habe ich doch gar nicht. Ne? Ja. Also muss ich den alten vielleicht erstmal auslesen. Das wäre nicht verkehrt. Das könnte ich zum Beispiel machen. Alter Text ist gleich. Ne? Ist P, was da jetzt so drin steht, Zeile minus 1, so. So, den alten Text habe ich jetzt gelesen, was da drin steht. Im Moment steht da drei Punkte drin. Und jetzt muss ich in die Spalte was setzen und was muss ich auch noch, ne? Gut. Okay, also brauchen wir den alten Text. Den alten Text muss ich modifizieren. Neuer. Ich weiß es im Moment noch nicht, was, ne? Wie, neuer Text. Ich mache das hier wirklich live um die Farbe. Überlegt mir, ne? Gibt vielleicht noch bessere Methoden? Ja. Neuer Text ist gleich. Alter Text, dann wäre es identisch. Ne? Dann brauche ich nur sagen, das ist gleich alter Text. Und dann wäre das gleich geblieben. Könnte ich machen, aber ich will ja neuer Text. Nur der neue Text ist im Moment noch dem alten Text. Gut, jetzt soweit. Jetzt habe ich schon so viel programmiert. Das ist noch nicht fertig. Ist klar, da fehlt noch die Hälfte, aber ich muss jetzt erstmal testen, ne, ob das überhaupt funktioniert. Das mit den Ausgeben lasse ich einfach mal stehen. Ich sag einfach mal setzen, Zeile übergebe ich meinetwegen 1, Spalte 1 und was ist im Moment auch noch egal. Ne? Ja, im Moment passiert noch nichts. Ich setze erstmal nichts. Ich will nur sehen, ob eine Fehlermeldung passiert. Ne? Ich setze erstmal noch gar nichts. Ne? Wirklich, wie man so, na, da ist, da kommt schon ein Fehler, ne? Ne? Alter Text gleich SP Zeile minus 1. Global Name ist not definiert. Ja. Dieser hier, den habe ich definiert in der Funktion ausgeben. Davon weiß aber die Funktion setzen nichts. Ja. Ich muss diesen hier, ausschneiden, hier rausnehmen aus der Funktion, wenn ich es denn in mehreren Funktionen nutzen will und separat schreiben, damit das global STRG-V für alle Funktionen gilt. Ne? Deshalb probiere ich die Zwischenschritte kurz mal immer zwischendurch aus, ob ich überhaupt noch in der Spur bin. So, jetzt ist zumindest kein Fehler passiert.
ich weiß zumindest, bis dahin sind wir schon mal, ne? Ich habe den Fehler schon mal eliminiert, dass ich mein Spielfeld vielleicht mal außerhalb der Funktionen definieren sollte, damit die jeweils andere Funktion auf mein Spielfeld zugreifen kann. So, aber mein neuer Text ist immer noch nicht fertig. Ja. Gut, jetzt habe ich Spalte. Jetzt komme ich in Schwulitäten. Ne? Ich weiß jetzt noch gar nicht, Spalte kann jetzt 1, 2 oder 3 sein. Müsste ich theoretisch sogar abfangen, falls da mal 4 steht, dass da ein Fehler kommt. Spalte darf nicht größer als 3 sein und darf nicht kleiner als 1 sein. Aber das spare ich mir noch. So, ich weiß aber auch, alter Text ist ein Text an sich. Ne? Also der Text, der da drin steht, ist so ähnlich. Den kann ich so ähnlich adressieren, müsste ich eigentlich adressieren können, wie ein String. Der ist für sich gesehen auch so ein kleiner, ja, adressierter Bereich mit 1, 2 und 3, beziehungsweise 0, 1, 2. Also sagen wir Spalte minus 1. Wir haben ja gelernt, da muss man immer 1 abziehen, egal was passiert, hoffentlich. So. Alter Text Spalte minus 1 wäre dann da, wo ich hin will, aber das ist nicht das, was dabei rauskommen soll. Ich entscheide mich, alter Text. Ja, Spalte haben wir. Weiß aber noch nicht, welche alter Text. Spalte minus 1 will ich setzen. So. Vielleicht brauche ich dann das gar nicht so zu machen. Pass auf hier. Ich setze nämlich jetzt direkt im alten Text. Spalte minus 1 ist gleich. Was? Hoffentlich funktioniert das, ne? Jetzt lasse ich das mit neuer Text mal. Alter Text. Na? Vielleicht nenne ich es hinterher einfach nur Text. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Kann ich da überhaupt was setzen? Kann ich überhaupt was setzen? Ne? Also ich probiere es mal rum. Wie gesagt, ne? Da kommt schon ein Problem. Non-ASCII-Character in File. Online 10. But no encoding. Ja, sie, bla, Ja. Und Non-ASCII-Character in File on Line 10. Wo ist denn Line 10? Was habe ich jetzt schon wieder verbrochen? So, 10. Ein Nicht-ASCII-Character in Line 10. Schräger X. Ja, jetzt könnte ich natürlich nachgucken, wenn ich jetzt nicht wüsste. Ne? In File. So. Kopieren, ne? Wenn ich jetzt nicht wüsste, was da los ist. Ich mache jetzt mit Absicht das jetzt mal so, wie es im wirklichen Leben, also die normalen Programmierer sagen, das ja nicht, ne? Python dazu. Python als Leerzeichen. Vielleicht finde ich dann im Internet einen Hinweis, was habe ich denn jetzt schon wieder für Blödsinn, ne? Ne? Genau, hier steht, da hat einer dasselbe Problem gehabt. Was war denn das, ne? So, Syntax-Error. Und was war der Fehler? Aha. Man sollte vielleicht das Encoding oben drüber machen, ne? Kopieren ist damit dann schon erledigt. Ich glaube noch nicht. Also oben drüber, vor, ne? UTF-8, Encoding, ne? Also Umlaute, wie auch immer. Vielleicht ist irgendwas mit Deutsch, obwohl ich gar nicht... Naja, schauen wir mal. Tic-Tac-Toe. Und jetzt ist schon mal der Fehler nicht mehr, ne? Mit dem komischen Achse. So, immer noch verkehrt, was ich da schreibe. Spalte minus 1. Was da? Invalid Syntax. Was ist das denn? Irgendwas ist verkehrt. Ich kann also auf den alten Text nicht so zugreifen. Alter Text ist dreimal Punkte. Ich kann auf diese Punkte anscheinend nicht so zugreifen, wie ich so gedacht habe. Was habe ich denn hier geschrieben? Ich habe geschrieben Spalte minus 1. Spalte minus 1 ist vielleicht 0, aber vielleicht will er es dann doch so. Schauen wir mal. Na, vielleicht ist das innerhalb eines Strings wieder anders. Aha. So. Is String Object does not support item alignment. Ne? Ja, Assignment. Type Error. Does not support item assignment. Was heißt das? Müsste ich wieder nachgucken.
kann ich denn direkt innerhalb eines Strings, so wie ich das hier eigentlich gedacht habe, darauf zugreifen? Vielleicht wieder nicht. Ne? Wie gesagt, ne? Da muss man sich durchwurschteln. Da muss man sich durchwurschteln. Ne? Wenn man länger Zeit nicht programmiert hat, überhaupt nie. Ne? Wie gesagt, die Programmierer würden das ja nie im Leben zugreifen. Ich mache das ja immer extra, weil es euch hilft. Python. Ne? Was ist denn da wieder los? Ne? Was habe ich denn da gemacht? Der hat nämlich das Gleiche versucht. Ne? String ist nichts. Und ist gleich i. Und dann kommt einer und sagt, im Leben geht das nicht. Ne? Strings are immutable. You can change their characters in place. Also da hier steht, was ich davor hatte, Strings auf diese Weise zu verändern, ein String, der auf drei Punkten besteht, einfach so direkt zu adressieren, geht nicht. Ne? Geht wieder nicht. For i in String, String in String plus i. Ja, also da ist irgendwie was change in place. So. You can however do the following. For i in String und String plus gleich i. Da kann man was addieren. Ja. Gut. Oder useString, aha. Join gibt's, ne? Da kann man was anhängen. Und man kann's. So, hier sehen wir doch, ne? Hier sehen wir, was ich doch eigentlich wollte. Ich wollte doch einen Teil von einem String. Ja, S1 ist Hello World. S2 ist der alte String von 6 bis 12. Und den neuen String kann man dann ausgeben. Ne? Also mit Doppelpunkt kann man da was adressieren. Aber nicht so, wie ich das so wollte. Aha, ne? So funktioniert es ja wirklich nicht. Ne? Doch dämlich kann man sein. Ne? Also, dann machen wir doch mal neuer Text, wie war es noch? Neuer Text ist gleich meinetwegen alter Text. Und jetzt muss ich sagen, von wo bis wo? Von wo bis wo denn? Ja, jetzt müsste ich eigentlich wieder sagen, wenn dann, if Spalte gleich 1, dann noch folgendes. Neuer Text gleich alter Text von wo bis wo. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ne? Wie adressiert er das denn? Von 6 bis 12. Und da kommt World raus. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wo hört das erste Ausrufezeichen aus? So kommt es ja raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der fängt also an bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich hier eins zu früh. Und hört dann aber mit der richtigen Zahl auf. Gucken wir mal. Uns ist so gelingt. Schau mal, alter Text. Ja, neuer Text. Wäre dann in die Spalte 1 will ich was setzen. Das heißt hier ganz vorne. Also muss da was hin. Nämlich was. Zum Beispiel BS plus alter Text von. Ja, das sah mir so aus, als müsste man zu früh anfangen, damit Doppelpunkt aber richtig aufhören. Ist das richtig so? Gleich. Spalte übergebe ich dann erstmal wissentlich, dass da jetzt so eins ist, also müsste das ausgeführt werden. Was ist ein X plus den alten Text von 1 bis 3? Wobei das mir so aussah, 1 darf ich gar nicht, ne? Wird ignoriert und dann geht es von 2 bis 3. Schauen wir mal. Neue Text. Und da wird es halt mir spätestens wieder Zeit, mal wieder zu gucken. Ja. Gucken. So. If Spalte. Ja, gleich muss das heißen. Ne? Da fällt mir wieder ein. Ein Vergleich ist mit zwei gleicher Zeichen. Wieder nach oben. So. Und jetzt hat es funktioniert. Also ich muss erstmal gucken, in welche Spalte will ich denn überhaupt setzen. Und was will ich setzen? Da kommt das X hin. Und dann vom alten Text von, ja eigentlich von 2 bis hinten, habe aber in dem Beispiel schon erkannt, gezählt, dass man eigentlich 1 zu früh nehmen muss und hinten aber richtig aufhören. Also von 6 bis 12
wenn man 7 bis 12 haben will, weil das halt so ist. Ne? Man muss es ja nicht verstehen, kann man aber. Gut, probieren wir es auch. If, ja, jetzt könnte ich mir den oberen Teil kopieren, also so. Ne? Wie gesagt, die Programmierer, normalerweise, ich habe längere Zeit nicht programmiert. Wie wurschtel ich mich da durch? If Spalte 2. Es gibt natürlich wahrscheinlich einen furchtbar einfachen, kurzen Trick, ist mir aber gerade egal. Ich will ja einfach nur mal anfangen mit meinem Programm, dass es funktioniert. Neuer Text ist jetzt, ne? Ja, alter Text, ja, eigentlich 1 zu früh wäre dann ja 0 bis, ja, 1, bis 2, ne, bis 1. Spalte 2. Ich will nämlich dann das erste erhalten, ne? Das wäre dann 1 zu früh bis 1, also 1 bis 1, plus, ja, was, das Kreuzchen, plus, und jetzt alter Text, und jetzt wieder in eckigen Klammern. Ich habe mir gemerkt, aus dem Beispiel, immer 1 zu früh sein, von 2 bis 3. Logisch, okay. Spalte kommt bei mir hier hin, 2. Jetzt müsste eigentlich das zweite Ding, ne? Hauptsache es funktioniert. Ne? Jetzt sagt er, au, ganz üble Geschichte, in Sätzen, Leute, ah, das Komma, ne? Das muss so mit Doppelpunkten, das kann er ja nicht, ne? Schon wieder gesehen. So, jetzt habt ihr mich eine ganze Zeit lang rumstolpern sehen. Ich unterbreche jetzt mal kurz den Audio-Track. Ihr könnt mich weiterhin beobachten, wie ich programmiere. Heute ist Donnerstag, ne? Heute ist im Nachhinein die Nachbereitung. Was haben wir bisher gelernt? Wie gesagt, das Video ist jetzt noch das von Mittwoch. Ich spreche jetzt mal kurz über die Audiospur, um nochmal zusammenzufassen. Wir haben also gelernt, wie ich meinen Code langsam aufbaue in erreichbare Ziele. Warum ignoriere ich manchmal gute Programmierart, mir einen Befehl genauer anzusehen? Zum Beispiel das mit dem Doppelpunkt. Warum muss man da immer vorher eins kleiner und hinterher kann man die richtige Zahl hinter dem Doppelpunkt dahinter schreiben? Ist mir in dem Video erstmal egal gewesen. Ich muss erreichbare Ziele erreichen. Ne? Optimieren tue ich es, wie gesagt, im Nachhinein. Denn wenn ich bereits am Anfang zu viel Zeit damit verschwende, mir jeden einzelnen kleinen Befehl anzuschauen, komme ich nie zu der Stelle, ne, die jetzt folgen würde, den Rest vom Code zu schreiben, nämlich das eigentliche Programm, nämlich den User mal zu fragen, in welche Zeile und Spalte willst du denn werfen? Und vielleicht dann den nächsten User, einen zweiten menschlichen Spieler zu fragen, in welche Zeile und Spalte willst du denn? Ne? Der eine kriegt ein X, der andere kriegt ein O. So, und dann käme der nächste Schritt. Ich müsste natürlich überprüfen, dass ich nicht in eine Zeile und Spalte werfe, wo schon was drin steht. Gut, die Funktion setzen habe ich ja schon längst. Ne? Wie gesagt, ihr seht ja noch das Live-Video von gestern. Ich spreche gerade mal kurz drüber. Danach käme dann das Eigentliche, ne? Unter der Funktion ausgeben unten drunter. Ich würde dann weitermachen mit einer Input-Funktion, den Benutzer des Programms fragen, welche Zeile Spalte, den anderen Benutzer, ne? Zwei Spieler, zwei verschiedene Spielsteine, der eine ist X, der andere ist O, den zweiten Spieler fragen, wohin, Zeile Spalte. Und entsprechend die Ausgabefunktion hätte ich ja schon. So könnten zwei Menschen schon mal gegeneinander spielen. Und dann würde ich in einem nächsten Schritt das nächste erreichbare Ziel machen. Überprüfen, ja, wer hat denn gewonnen? Haben wir drei X in einer Reihe nebeneinander, untereinander, diagonal, drei O's nebeneinander, untereinander, diagonal. Ich könnte entscheiden, wer hat gewonnen. Dann würde ich noch als i-Tüpfelchen draufsetzen, den zweiten Spieler zu eliminieren und den Computer gegen eine Person spielen zu lassen. Und das wird dann richtig spannend. Ne? Wie reagiert man auf welchen Zug? Wie viele Möglichkeiten gibt es? Wie verhindere ich, dass der drei X nebeneinander kriegt? Das käme dann zuletzt, letzter Schritt. Ja? Erreichbare kleine Ziele und alles wird gut. Ich hoffe, dieses Video, auch wenn es länger war, gibt euch einen groben Hinweis, wie ihr erstmal den Start findet, wie ihr von der Idee zum Programm kommt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.